Was geht, ihr Schädlinge, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tony Hawk's Underground 2. Das letzte Mal haben wir die Story beendet und wir gucken mal, was passiert, wenn wir weitermachen. Okay, wir sind in Skatopia. Wir werden jetzt erstmal das Level wechseln und uns in den Profi-Skater-Level begeben, den ich übrigens noch nicht gezeigt habe. Ihr seht hier schon so ein paar Aliens und Roboter rumfahren. Das ist alles ein bisschen abgespaced hier. Und viel kann ich hier auch ehrlich gesagt nicht zeigen, weil Ziele gibt es hier ja nun keine. Dadurch, dass wir die Story beendet haben, das ist quasi einfach nur so ein Bonus-Level. Und ich habe ja gesagt, ich möchte das ein bisschen zeigen. Und ich habe mich am Internet informiert. Ich habe ja schon mal von diesen Zwischensequenzen erzählt, die es halt in fast allen Leveln gibt. Und hier gibt es auch eine, das war jetzt nicht so gut, hier gibt es wohl auch eine, dafür muss ich aber erstmal die roten Punkte, die roten Knöpfe finden. Es hieß nämlich, dass man irgendwo oben grinden soll und dann an solchen roten Knöpfen einen Sticker-Slap machen. Ach, da vorne die. Ah, ihr seht sie, da vorne, wenn ich hingucke, das sind so zwei rote Knöpfe. Das ist natürlich nur die Frage, welche Rail ich benutzen muss, um da jetzt ranzukommen. Wir schauen uns mal ein bisschen um hier und gucken mal, welche, also wie gesagt, in der Folge hier zeige ich euch ein bisschen das Profi-Skater-Level und ein bisschen die geheimen Skater, die wir freigeschaltet haben. Und wenn wir es schaffen, fangen wir schon mit dem Classic-Modus an, wenn nicht, dann halt erst in der nächsten Folge. So, so wie es aussieht, müssen wir auf der grünen Rail grinden. Okay, das sollte machbar sein. Da darf ich aber nicht mit der Seite hier anfangen, sondern muss hier rüber. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Ah, da bin ich nochmal in so einem geheimen Zimmer. Okay. Alles klar. Also das Level ist voll von Überraschungen. Ich kann auch nicht das komplette Level zeigen. Ach nee, ich bin dann hier unten. Alles klar. Das komplette Level werde ich nicht ausführlich zeigen, weil es ist ja eh sinnlos. Ich kann euch ja nicht jedes Detail zeigen. Da ist ja alles sehr langweilig. Ich kann aber versuchen, hier mich an der grünen festzuhalten. Und jetzt muss ich mal gucken, in welche Richtung ich da muss. Ich glaube in die. Ja. Wenn ich das jetzt ordentlich mache und nicht runterfalle... Genau, jetzt haben wir den ersten aktiviert. Hier oben ist jemand, mit dem wir, glaube ich, reden können. Aktiviere die runden Wandschaltkreise auf einer Seite des Gehwegs hinter mir oder du erlebst eine Überraschung. Hä? Oder? Also, entweder soll das eine Drohung sein, die nicht so wirklich rüberkam, oder es heißt, und du erlebst eine Überraschung. Wie auch immer. Okay, das war nix. Wir müssen nochmal runter. Okay. Wir müssen ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbauen, das heißt, wir müssen hier ein Stück weiter vorne anfangen, so wie auf der anderen Rail. Das war jetzt ein bisschen zu wenig Geschwindigkeit, die wir hatten. So, dafür klettern wir nochmal hoch. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mitbekommen, was dann passiert, wenn ich das aktiviere. Ach, Mist, das war zu knapp. Ich bin zu früh abgesprungen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Ah, okay. Ich habe, wie gesagt, noch nie gesehen, welche Zwischensequenz sich hier ergibt. Das ist sogar jetzt was Neues für mich, obwohl ich das Spiel, wie gesagt, schon sehr oft mal durchgespielt hatte. Aber es gibt immer Überraschungen. Das gibt es in den meisten Spielen so. Dinge, die man einfach noch nicht kennt. Ah, wir sind zu langsam. Mann, Mann, Mann. Wir müssen hier mehr Geschwindigkeit aufbauen. Das heißt, ich muss von weiter drüben anfangen. Am besten von hier so. So ungefähr. Das heißt, wir müssen jetzt hier dran und hier dran und hier dran und jetzt grinden. Nein! Ich habe quasi die Taste 2 gedrückt und im selben Moment, also wo ich den Sticker-Slap gemacht habe, und im selben Moment die Taste nochmal gedrückt, so dass die Zwischensequenz sich ab ausgespielt hat. Das war sehr clever, das heißt, die Zeit war jetzt für den Arsch, aber wir machen das jetzt einfach nochmal. Es tut mir jetzt leid, wirklich. Ich habe einfach die Taste gespammt quasi, einfach um sicher zu gehen, dass ich auch den Sticker-Slap treffe. Wir machen das jetzt mal ein bisschen einfacher hier, wir machen jetzt mal... So. So. Tut mir leid, also das war jetzt so nicht geplant, ich habe einfach die Zwischensequenz quasi überspielt. Ja, darunter wollte ich jetzt eigentlich auch nicht, aber nun gut. So, das Ganze nur nochmal auf Anfang. Ach, jetzt habe ich wieder nicht getroffen. Mensch, Kinder, heute soll es irgendwie nicht sein, habe ich das Gefühl. Heute soll es nicht sein, obwohl ich heute viele Folgen aufnehmen muss, denn heute ist Montag. Die Folge hier dürfte am Mittwoch kommen. Und ich bin ziemlich im Aufnahmestress, weil momentan wieder viele Arbeiten kommen. Das war jetzt eigentlich auch nicht mein Ziel, aber... Gut,
Machen wir eine kleine Kombo. Wenn momentan viele Arbeiten kommen und ich einfach gucken muss, dass ich die Parts wirklich schon im Vornherein aufnehme, sonst schaffe ich das alles nicht. Und deswegen werde ich heute auch Mindplex mit Justin aufnehmen und dann kommt noch ein Angezockt, wieder ein neuer Part. Und ja, alles so ein bisschen durcheinander. Ein bisschen stressig heute am Montag. Morgen habe ich auch 10 Stunden, deswegen wird das schwer, morgen mit Mindplex aufzunehmen mit Justin. Deswegen müssen wir es zum Beispiel heute machen. Aber gut. Jetzt hat er keinen Sticker-Slap gemacht. Was? Also die Folge ist momentan wirklich sehr produktiv. Ey, ich habe Angst, 2 zu drücken, weil ich dann wieder das Gefühl habe, dass ich die Zwischensequenz wieder überspiele. Aber ich muss ja mindestens einmal 2 drücken, um einen Sticker-Slap zu machen. Ach, Doma. Oh, jetzt aber. Jetzt, Und das war jetzt die Zwischensequenz. Alles klar, 6 Minuten quasi umsonst gemacht oder kann man da reingehen wenigstens? Ah, man kann da rein. Cool. Ey, wir sind in einem total anderen Level. Das ist cool gemacht. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was wollen die hier von mir? Die Affengötter haben etwas gegen Miesetäter. Wenn du die 5 Götzenbilder markierst, bekommst du die Rache der Affen zu spüren. Also muss ich da... Ah! Kommt da noch eine Zwischensequenz? Das wäre cool, wenn da noch eine Zwischensequenz käme. Nein. Sondern. So, da haben wir jetzt schon 2 markiert. Das heißt, wir haben doch einiges im Level zu tun, wie es aussieht. Das ist ganz gut. Okay, was war denn das jetzt? Ach, das sind solche Fallen. Alles klar. Aber die machen uns keinen Schaden. Komm, geh mal hier hoch. Netze. Ich schätze mal, da drüben wird noch eins sein. Auf derselben Seite. Richtig. Und die Frage ist, wo ist das 5? Wahrscheinlich in der Mitte, weil sonst würde es von der Synchronität nicht aufgehen. Wäre auch für mich das Logischste. Aber anscheinend... Nein. Vielleicht hier hinter? Hier irgendwo? Auch nicht. Vielleicht muss ich hier hochklettern. Hier ist Wasser. Ah, da vorne. Alles klar, also doch in der Mitte, wie ich es gesagt habe. Kommt da noch eine Zwischensequenz? Schmor in der Hölle. Okay. Wir sollen in der Hölle schmoren. Das machen wir doch mal. Ach du Scheiße. Wuhu. Was ist das denn? Was ist das für ein krankes Level? Okay. Gibt's hier noch jemanden zum Reden? Ah, hier, du willst reden. Erzähl mir mal, was ich hier zu tun habe. Liptrick auf den 2 steinerten Rippen auf einen und ein Wallplant auf den 2 Pfosten. Hast du das geschafft? Kannst du rein? Der Boss wird... Okay. Also ein Liptrick an dem Dingern hier. Oder wie? Und einen Wallplant auf den 2 Pfosten. Möchtest du noch mit mir reden irgendwie? Ne, du möchtest nicht mit mir reden. An den 2 steinernen Rippen. Also es gibt hier nur ein paar Rippen. Und da soll ich einen Liptrick dran machen. Krieg's aber gerade irgendwie nicht hin. Ah, ich muss irgendwie ganz gerade drauf zufahren. Also, ich möchte gerne gerade drauf zufahren. Hallo! Mann! Jetzt aber. Ich krieg's gerade nicht hin. Alles klar. Das war jetzt ein Special-Trick, den ich aber so nicht machen wollte. So, wir gucken uns das nochmal. Also irgendwie... Ich glaube, ich muss da in der Mitte sein, weil der dann besser drauf zufallen kann. Das war ein Lip-Trick jetzt. Ist schon mal einer. Und von der anderen Seite will er nicht, oder wie? Und noch einer. Ja, irgendwie klappt das nicht so. Was ist denn hier unten? Hier ist so ein Schlucht. Ah, da krieg ich einen Boost. Ach, ich kann hier runter, quasi. Ich möchte eine Ebene weiter runter. Doch, da muss es lang gehen. Ich muss ja da irgendwie drauf kommen. Alles klar, hier. So, was gibt's hier? Da komme ich zurück in das Portal und
Hier komme ich zurück in das Space-Raum, in den Space, in den Space-Raum, ja, in dieses Weltall-Level, in dieses Profi-Skater-Level. Das heißt, wir müssen hier doch nochmal runter. Und wieder ganz hoch. Aber irgendwie blicke ich gerade nicht so richtig durch. Und dann einen Wallplant an den zwei Pfosten. Wo ist, an welchen Pfosten? Wie mache ich denn eigentlich einen Wallplant? So. Liptrick. Liptrick. Ah, das war ein Wallplant. Okay. Ach, ein Wallplant mache ich quasi, indem ich die Wand hochfahre und dann... Ah ja, Word Wallplant. Und dasselbe muss ich quasi hier machen. Und dasselbe muss ich jetzt nochmal hier machen. Okay, also ich blick's nicht ganz durch. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz, bevor wir hier noch Jahre drin verbringen, mal kurz im Internet nachschauen. Tut mir leid. Ich könnte aber jetzt natürlich die Zeit hier absitzen und sagen, oh, ich mache eine lange Folge. Wir versuchen es einfach noch einmal. Ansonsten muss ich echt mal nachschauen. Liptrick auf den zwei steinernen Rippen und einen Wallplant auf den zwei Vorpfosten. Der macht immer, der grindet immer daran. Der macht keinen Liptrick. Das war ein Liptrick. Das heißt, wir haben jetzt einen Liptrick quasi fertig. Ein Wallplant. Jetzt kannst du nochmal hier nochmal einen Liptrick machen. Und jetzt nochmal einen Wallplant auf der Seite. Was er gerade wieder nicht gemacht hat. Hallo, ich werde einen Wallplant machen. Also. Irgendwie macht er den Wallplant nicht so richtig. Bei mir. Also gerade irgendwie ist nicht so. Muss ich da vielleicht Doppel-8 drücken? Ich glaube, ich habe gerade die falschen Tasten gedrückt. Nee. Alles klar. Ich schaue mal ganz kurz nach. Tut mir leid, aber ich möchte jetzt nicht so viel Zeit hier verschwenden. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt noch einiges rausgefunden. Und zwar weiß ich jetzt, wie das Level hier geht. Aber bevor wir das machen, gehe ich nochmal ganz kurz zurück in das andere Level, falls ich das jetzt noch hinbekomme. Denn ich habe noch eine Zwischensequenz gefunden in dem Video, was ich mir gerade angesehen habe, die wir noch nicht gemacht haben. Die aber an sich auch wirklich eine Zufallszwischensequenz ist, denn die wurde mir halt nicht angezeigt. Aber ihr seht da oben diesen Affen, der seine Hände so mit dieser Steinkugel hält. Und was ich dann im Video gesehen habe, ist ganz lustig. Es ist nicht wirklich spektakulär, aber man kann es ja mal zeigen. Und zwar, ihr seht hier diese Netze. Das eine Netz ist gerade gerissen. Ja. Aber wie gesagt, nicht so wirklich sehr spektakulär. Jetzt kann man hier unten natürlich reingehen und sich da... über diesen Steinfreund, der hier irgendeinen Gang oder sowas gemacht hat, weiß ich nicht. Wir sind jetzt... Wo sind wir denn jetzt? Ach, hier oben. Alles klar, so, wir müssen jetzt nochmal zurück in die Hölle. Das müsste ganz schnell gehen. So. Alles klar, jetzt sind wir in der Hölle. Was war denn das jetzt für ein Move? Okay, ich habe nämlich rausgefunden, welche Rippen der meint. Der meint nämlich diese Rippen, die hier an der Seite rausragen. Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Und da quasi einen Liptrick dran machen. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt gibt's hier... ist diese... erhebt sich diese kleine... man sieht's schon. Ja. Da muss ich quasi... drauf skaten. Dann einen Sticker-Slap an diesen Säulen machen. Ah, das war wieder nix. Ich muss... Ja, keine macht den Drogen. Du mich auch. Also nicht, dass ich jetzt für Drogen wäre. Ist einfach nur blöd, was da geschrieben steht. So. Alles klar. Das Portal zur Lounge ist opened. Alles klar. Wir werden jetzt quasi in der Höllen-Lounge. Lounge.
Hier geht's wieder zurück in die Hölle. Und ja, dann würde ich sagen, ist die Folge auch gar nicht so lang. Da fange ich jetzt nicht unbedingt mit dem Classic-Modus an. Wir haben. Ach nee, genau, ich muss ja noch was zeigen. Ja, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wir müssen das nochmal beenden hier. Und gehen jetzt nochmal in den Story-Modus. Ah nee, genau, wir machen Highscore Skate for Fun. So, und geheime Skater. Wir haben. Geheime Skater, die Hand. Level spielen. Austral. Wir machen mal Random Level. Ja, also ich frage mich echt, wie die Entwickler darauf gekommen sind, ob das ein Insider oder sowas ist, aber ihr seht halt, man fährt quasi einfach nur mit so einer Hand rum. Einige Charaktere geben wirklich Sinn, aber der hier nicht so wirklich, meiner Meinung nach. Deswegen, ich kann jetzt auch nicht so viel zeigen, außer ein bisschen rumzuskaten, weil das ist wie gesagt ein ganz normaler Charakter. Und deswegen machen wir jetzt keinen Highscore-Lauf, sondern wir beenden nochmal und machen dasselbe nochmal mit anderen Skatern. Und zwar hätten wir noch Pauly Ryan, den kennen wir ja schon aus anderen Leveln, der jetzt aber endlich es geschafft hat zu skaten mit seinem kaputten Bein. Der kann auch ein paar Tricks machen, aber nicht wirklich viele, weil er ein kaputtes Bein hat. Nun gut, der ist jetzt auch nicht so spektakulär, wie gesagt, den kennen wir schon. Highscore Skate for Fun. Haben noch den Alien Arzt, welcher sich aus dem Alien Level von eben wahrscheinlich erschließen wird. Wir wechseln das Level nach Berlin, weil wir wollten endlich immer ins selbe Level gehen. Ein bisschen Abwechslung einfach noch zwischendurch. Und ihr seht, ich glaube auch jeder von den Charakteren hat einen eigenen Spezialträger, aber den möchte ich jetzt nicht unbedingt immer üben und testen, weil das dauert. Und ja. Auf jeden Fall sehr interessant. So ein Alien. Alles klar. Und dann gucken wir nicht, sondern beenden und gucken uns noch die anderen. Ich glaube, zwei waren noch übrig. Einmal der Schiffskapitän, den wir in Barcelona befreit haben. Und zwar hier auf dem Wasser, Captain Holzbein. Da vorne ist sein Schiff noch eingeklemmt gewesen. Und da sind wir hier drauf gesprungen und haben versucht, den zu retten irgendwie so. Egal, ich versuch's jetzt nicht. Ihr seht den ja. Also man schaltet dann quasi nach der Story die ganzen Leute frei. Und, ne, gibt sich viel zu sagen. Zeigen wir noch die verlorene Seele und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Nicht ganz 20 Minuten, aber wie gesagt. Ah, das war quasi den wir eben gesehen haben in der Hölle. Mit dem können wir nochmal ins Training gehen. Ja gut, dann habe ich euch jetzt noch ein paar Skater gezeigt. Wir haben das Profi-Skater-Level mit allen Zwischensequenzen freigespielt. Waren dann am Ende noch in der Lounge. Und in der Lounge des Teufels. Was ganz cool war. Und ansonsten, wie gesagt, wäre die Folge an dieser Stelle vorbei. In der nächsten Folge fangen wir dann an mit dem Classic-Modus. Danke fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann eine negative. Bewertungen sind Bewertungen und da nehme ich gerne auch Kritik in jeglichster Form an. Und deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Tauniacs Underground 2. Bis dahin, haut da rein und ciao.